Klickenabendler. Wir haben das neue Spiel hier, das Matthias und ich auch gespielt haben. Und zwar heißt es? Zero A 100, also from Zero A... Von 0 bis 100. Der von 0 bis 100. Es soll aber Spot On heißen. Hat er da gesagt? Ja, auf Deutsch soll es wahrscheinlich Spot On heißen. Okay, siehst du, das habe ich verpasst. Aber es heißt jetzt Zero A... Ja. Ich weiß es jetzt 0 bis 100 weiß ich auch nicht. Von 0 ist bis französisch. Ja, ist richtig. Ist von Le Scorpion Mask vom Christian Lemay, seinem Verlag, der ja auch über Asmodee viele seiner Wortspiele und Partyspiele gemacht hat. Decrypto zum Beispiel und ich glaube, sein heißt Wortfuchs oder so. Und auch Kinderspiele. Und das ist seine Neuheit in der kleinen Schachtel. Auch wieder ein kleines Party-Jux- und Gaudi-Spiel, Schätzspiel, was ein Ticken anders da ist. Kann man spielen. Boah, ich weiß gar nicht, ob es eingeschränkt ist, mit wie vielen Leuten man spielen kann. Da. Drei Teams halt, ne? Also 2 bis 12, 3 Teams. Ja, außer man spielt zu zweit, dann sind es halt 2 Teams. Ja, genau, dann sind es halt 2 Teams. Aber wie gesagt, das sind nur Karten, also diese Sonderkarten für 3 Teams da. Also mit mehr als 3 Teams sollte man es nicht spielen. Genau, ist sehr klein, fluffig, überall mitnehmbar. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Wir haben es hier aufgebaut und wir starten immer mit der 50. Jedes Team bekommt 6 Karten, das ist immer gleich, und 3 Sonderkarten. Und auf diesen Karten steht Text, das kennt man unter anderem so von Anno Domini oder Times. Ne, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es gab die Serie von Asmodee auch, ich komme nur gerade nicht drauf. Und wir dürfen aber nicht die Rückseite angucken. Und da steht was drauf, ich lese mal gerade meine 6 vor und der Matthias seine 6, dann seht ihr, dass es ein wilder Mischmasch ist. Wie alt war Darth Vader, als er gestorben ist? Das wäre eine Geek-Frage. Was war die Höchstgeschwindigkeit in km/h von den 1908 Ford Modell T? Da müsste man sich mit Autos auskennen. Wie viel Schlümpfe gibt es im Original? Dazu müsste man sich mit Comics oder Animation auskennen oder Kinderserien. How many goals were scored? Achso, wie viele Tore gab es im ersten Fußballspiel Weltmeisterschaft 1930? Wie viel Hektar hat der Vatikan? 1 Hektar sind 100 mal 100 Meter. Also wie groß ist der Vatikan? Und wie viele Jahre schlief Schneewittchen? Sleeping Beauty? Doch, müsste es Schneewittchen. Dornröschen. Ah, Entschuldigung, du hast recht. Und ich darf nicht die Rückseite angucken und ich versuche eine Zahl zu finden, die sehr nah da dran ist, drüber oder drunter, aber sehr nah da dran. Und der Matthias hätte als Vergleich. Ich hätte als Vergleich, also wie viele Zentimeter lang ist die übliche Nabelschnur bei einem neugeborenen Baby? Mhm. Was ist die Maximalgeschwindigkeit in km/h von einem Känguru? Wie viele Zentimeter ist eine übliche, ich glaube, das ist eine Giraffe, Zunge lang, also die Zunge einer Giraffe? Wie viele verschiedene amerikanische Präsidenten hat es im 20. Jahrhundert gegeben? Wie viele Buchstaben hat das russische Alphabet? Und wie viele Wochen war der Song Despacito auf Nummer 1 der US Top 100 Charts? Ja, das letzte würde ich, Despacito, kenne ich das Lied? Ja, kennst du bestimmt. Okay. Ich werde es vermeiden zu singen. Also wir versuchen jetzt beide im Prinzip an diese Zahl ranzukommen. Ich würde jetzt mal sagen Smurfs, also Schlümpfe gab es mehr als 50, aber auch deutlich mehr. Hektar 50, weiß ich nicht, 50 Jahre schlief Sleeping Beauty nicht, die schlief 100 Jahre, meine ich. How many goals were scored in the first soccer game? 50. Boah, klingt übel. Das wäre echt ein übles Fußballspiel. Die gesamte Weltmeisterschaft. Da habe ich falsch übersetzt. Ja, okay. Also im gesamten Fußballweltmeisterschaft 1930. Kommt schon eher hin. Und Maximum Speed von einem Ford Modell T, also einem der ersten Autos, die es gab, war das 50 km/h? Ich glaube nicht. Wie alt war Darth Vader, als er starb? Ich nehme mal das Darth Vader tatsächlich. Ich glaube, er war noch nicht 50. Er würde so zu irgendwas zwischen 30 bis 45 sein, schätze ich mal. Aber dürfte nah dran sein. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach. Ich glaube tatsächlich, die Nabelschnur 50 Zentimeter, ich weiß es nicht. Präsidenten dürfte es, das sind 100 Jahre zwar und man darf nur zweimal wiedergewählt werden. Das wären 8 Jahre. 10 wären 80, aber da wäre 50, glaube ich, schon weit weg. Nicht jeder ist wiedergewählt worden, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das russische Alphabet dürfte auch nicht 50 Buchstaben haben, das glaube ich nicht. 50 Wochen in den Charts wäre ein Jahr, das wäre schon recht lang, aber ich halte das gar nicht mal für so unwahrscheinlich. Oh, okay. Die Geschwindigkeit eines Kängurus, how many Zentimeter? Ich versuche es einfach. Despacito. Ist es das? Nein, es ist so. Despacito.
Ja, kennst sag ich du? Doch. Ja, 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 okay. Despacito. Ja, ja. Genau, ja, okay. Das haben wir doch gesungen. Ja. Das tut uns leid. Kein Thumb Down. Ne, den gibt es, glaube ich, nicht mehr bei YouTube. Nee. So. Dann wird einfach aufgedeckt, was wir haben. 45, wow! Das ist sehr gut. Und 16, das ist sehr schlecht. Also 50 Wochen ist aber auch echt lang. Ja. Aber ist jetzt Michael Jackson oder Elvis ja, zugetraut oder ja. So? Und Darth Vader können wir natürlich relativ gut einschätzen, weil wir haben ja ein bisschen Geek-Wissen. Ne? Ja. Tatsächlich habe ich sogar gesagt, inwieweit ich es einschätze. Ich war da sehr mutig. Wenn wir das jetzt vorher gewusst hätten, ich wusste ja auch, ich bin nah dran, hätten wir natürlich eine Sonderkarte spielen können. Wir können einmal sagen, minus 20 oder plus 20 einmal im Spiel, damit wir drankommen. Dasselbe geht auch mit 50. Das hätte jetzt Matthias ansatzweise geholfen, aber nicht genau. Das hätte dir zum Beispiel bei dem geholfen, weil... Stimmt, ich wusste ja, also das, bin mir ziemlich sicher, dass das 100 ist. Ist es 100. Ja. Und wir können natürlich auch die Spot-On-Karte spielen, die sehr cool ist, weil wenn wir nur 5 entfernt sind, und da war ich mir halt jetzt nicht sicher genug, und wir die gespielt haben vorher, dann dürfen wir 2 Karten ablegen jetzt als Dankbarkeit, weil wir Spot-On gespielt haben. Geht auch nur einmal. Ansonsten, wenn wir die alle nicht angesetzt haben, darf ich jetzt meine Karte abgeben. Matthias hat es nicht geschafft, also der schlechteste Spieler, alle Karten dürften ihre Karten abgeben, der schlechteste gibt seine Karte zwar ab, aber kriegt wieder eine neue. Nein, der gibt sie nicht ab, ich kriege eine neue und die ja, 16 ja, natürlich. Du hast wird der neue recht. Zielwert. Korrekt, you are right. Sonst würde sich das ja, das wäre ja langweilig. Genau. Jetzt haben wir die 16 und er hat eine neue Karte, das ist jetzt zum Beispiel how many okay, wie viele Zentimeter lang ist der Fuß des Mannes mit dem größten Fuß der Welt. Ja. Ja. Und das spielen wir durch. Also hier kommen auch Zahlen doppelt vor. Es kommt nicht jede Zahl einfach vor. Ja, klar, also man sieht ja 200 auch, ne? Karten-Apps oder so. Genau. Es ist wild gemischt zwischen Filmwissen, Geekwissen, Sportwissen, Allgemeinschätzung, Tierwissen, Industriewissen, da ist so alles drin, als wir gespielt haben. Ist also ganz cool. Wir können ja hier nochmal. Wie hoch in Zentimetern ist die Mona Lisa? Ach, ist das tatsächlich drin? Okay, habe ich gewitzelt noch nicht. Das ist, at what minute does Bambi's mother... Oh, zu welcher... wie lange lief der Bambi-Film schon dann in eurem DVD-Player oder Blu-ray-Player, bis Bambis Mutter stirbt? Also wie viele Minuten dauert das? Uiuiui. Also auch aus Disney-Movies sind was drin. Wie viele Spezies gibt es in der Sahara? Wie viele Tiere leben da? Wie viele verschiedene Spezies? So Sachen sind da drin. Wild gemischt. Und wir haben es gespielt in einer Dreierkonstellation. Ich glaube, wir waren 6 Leute, die es gespielt haben. In Dreierteams, meine ich. Hier vor Ort. Wir waren zu viert und haben ein Dreier. Ah, ein Zweierteam und 2 Einzelteams. So 2 Einzelteams, genau. Du hast allein gespielt, Sebastian allein gespielt, ich habe mit Rolf gespielt. Also geht auch, wenn ihr eine ungerade Zahl seid, dann spielt halt in einem Team 2 Leute. Die können sich eben absprechen. Genau. So, das konnte ich weiß nicht, ob das viel hilft. Das konntet ihr jetzt nicht. Nein, es gibt natürlich manche Sachen. Also, das finde ich mit der Dornröschen sehr offensichtlich. Aber wenn das jemand nicht. Wenn man Kinder hat und so Geschichten gerade erst vorgelesen hat. So, ne? Und da konnte ich Rolf dann sagen, die Karte hatten wir nämlich im Spiel. Da konnte ich sagen, gut, das Ding ist safe irgendwie. Das, ja. Weiß ich, was das ist. Da, ne? Ich kann auch das deutsche Lied dazu, weil wenn man kleine Kinder hat, dann ist man das halt. Aber, deswegen muss man im Zweifel eben auch die Karten sich schon wohl überlegen, wann man die spielt. Weil es kann eben sein, du gibst ja jetzt Karte um Karte ab. Und dann hast du nachher so einen Zielwert von 16 und hast diese Karte und weißt ja, dass das 100 sind. Richtig. Und dann die plus 50 zu haben, so, bringt dir natürlich immer noch nicht so richtig was. Ja, richtig. Aber natürlich ein bisschen mehr. Vielleicht dann da, ja, genau. So, man muss schon gucken, dass man sie gezielt einsetzt. Dann, also zumindest bei den Sachen, wo man sich sehr, sehr sicher ist, muss man sie gezielt einsetzen. Einmal für die Spot-On-Karte und einmal eben auch für die Plus-Minus geschickt einsetzen, wenn jetzt der nächste Zielwert, keine Ahnung, irgendwas Hohes wäre. So, dann spiele ich für als nächstes lieber die. Ja, weil, leg 20 dazu und dann passt das. Leg 20 dazu, dann passt das. Ne? Also es ist schon ein kleiner Taktik-Element drin, aber da sind wir jetzt quasi auch schon so ein bisschen beim Fazit. Genau. Dann kommen wir mal kurz zum Fazit. Das ist so das typische Spiel, also das haben wir zu einer sehr späten Uhrzeit gespielt, das ist aber auch das typische Spiel für diese Uhrzeit, finde ich, ne? So ein schöner kleiner Absacker. Ich habe da richtig meinen Spaß mit gehabt. Du hast vorhin ja gesagt, Anno Domini ist zum Beispiel auch so eine Reihe oder so, das gefällt mir auch gut. Ich glaub, Chronicles heißt das andere Mal. Kann gut sein. Gefällt mir auch gut, da hast du ja die Geschichte, dass du Sachen in eine zeitliche Reihenfolge bringen musst und es eben irgendwann dann zu einer Sache kommt, nee, da ist irgendwas falsch und ich ertappe dich jetzt. Oder hab einfach Glück, weil du wusstest es vielleicht auch nicht besser oder so. Na, also, dass dieser Tab-Mechanismus, das finde ich, ist hier tatsächlich ein Stück simpler organisiert, weil ich hier keine Reihenfolge haben muss, sondern einfach nur schätzen muss,
was für eine Zahl ist hier drunter und wie dicht komme ich da eben dran. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, im Vergleich zu Anno Domini, gerade bei einigen Versionen auch, die ein bisschen komplexer sind, bei einigen Themen, würde ich das schon noch als ein bisschen leichter einstufen. So, also in der Spielart, wobei jetzt Anno Domini kein schweres Spiel ist. Aber ist auf jeden Fall lustig. Ich würde es tatsächlich empfehlen, schon so mindestens in Zweierteams zu spielen, dass man sich so ein bisschen abstimmen kann und so, ne? Also, weil du ja sagtest, muss man nicht unbedingt, weißt du nicht, was es bringt. Ich finde so Zweierteams schon ganz gut, weil. Ja, klar, ne? Also helfen tut's, aber war jetzt nicht schlimm, wenn man es auch mal alleine spielte und als ein Team. Nein, das kannst du auch gut alleine spielen. Und wir hatten deutlich da unseren Spaß mit bei einigen Sachen, weil das lebt ja auch davon, dass der Aha-Moment ist, dass du sagst, okay, dass das jetzt wirklich doch nur 16 waren, 50 ein bisschen arg lang, aber dass es nur 16 waren. Manchmal übersieht man was. Ich hatte eine Karte, wie viel Quidditch-Player, und habe es in der Hand abgezählt. Und ich kenne eigentlich Harry Potter ziemlich gut und war mir felsenfest davon überzeugt, es sind 3 plus 1 plus 2, 5 pro Seite, also 10. Aber es waren 7. Ich habe die 2 Verteidiger vergessen. Zwei Wächter. Und das kann natürlich auch passieren. Aber ich war trotzdem noch sehr nah dran. Genau, aber so bei 5 und 7 ist jetzt auch nicht dann so der Unterschied. Aber ja, ne, das ist, wenn man dann bei Spot On wärst du sogar auch noch mit drin gewesen, aber ne, so diese Geschichte, das ist dann schon ganz witzig, da hat sich dann gleich noch so eine kleine Geek-Diskussion angeschlossen, ne, weil wir alle gerechnet haben, dann irgendwie, nee, also ich war der festen Überzeugung, es sind 7, ich wusste, ich kam aber auch nur auf Hüter, Sucher und ja, die, Jäger. Und kam auch nicht auf die Wächter. Aber war der festen Überzeugung, es müssten 7 sein. Und ja, da hat sich dann noch so eine kleine Kick. Also auch das bietet dieses Spiel, wenn man es will. Also gerade, was wir jetzt so ein bisschen geguckt haben, da sind ein paar Sachen, die in die Richtung Biologie gehen und ein paar Sachen in die Richtung Sport. Aber eben auch, wie gesagt, so ein bisschen in den Geek-Bereich, Darth Vader, Harry Potter. Geschichtenbereich, ist alles dabei. Ne? Kann man wunderbar Erweiterungen zu machen. Erinnert mich auch an einige Schätzspiele, wo man halt auch nur die Sachen abschätzt. Zum Beispiel Fauna ist ja so ein Schätzspiel mit Gewicht und Größen oder Schneller als kurz, damals von den Heidelbergern. Und es gibt auch so eins, wo man nur Längen schätzt, soweit ich weiß, und Größen. Also da gibt es verschiedenste Arten und das passt da auch perfekt rein. Und ich denke, die Karten werden auch ausreichend sein. Wenn man es denn öfter mal gespielt hat, wird man sie irgendwann mal kennen. Die Frage ist halt, ihr packt das ja nicht einen Tag 8 Stunden auf den Tisch und lernt die auswendig. Also denke ich, man kann es auch über Monate, Jahre spielen, weil ihr wieder Sachen vergesst. Und wenn sich es gut verkauft, kann man da ohne Ende Erweiterungen rausbringen. Ich wollte gerade sagen, das bietet sich ja nun wirklich an für massig Erweiterungskartendecks oder sogar, da muss man halt ein bisschen gucken, kriegst du dann auch wirklich ausreichend Fragen zusammen, aber theoretisch sogar auch themenspezifische Geschichten. Ne? Also entweder groß gefasst, einfach im Bereich irgendwie Biologie oder wirklich auch in einem Lizenzbereich theoretisch. Da muss man, wie gesagt, gucken, gibt es genug verschiedene Fragen, die man so mit Zahlen beantworten kann. Ne? Also wenn du jetzt die Harry-Potter-Frage hast, musst du ja auch erstmal, sag ich mal, auf 100, 200 Fragen kommen, die du irgendwie mit Zahlen beziffern kannst. Ne? Das ist dann vielleicht auch wieder nicht ganz so einfach. Aber es bietet zumindest die Möglichkeit, dann auch Themen, Singulärthemen dann irgendwie mit in weitere Erweiterungspacks zu packen. Genau. Das ist die Neuheit 0 to 100 von Le Scorpion Mask, heißt in Deutsch vermutlich Spot On und sollte in Oktober 2022 auch erscheinen. Ob die Schachtel anders aussehen wird oder nicht, das ist jetzt nicht bekannt. Die Karten werden natürlich mit deutscher Sprache sein. Man sieht es hier nicht in der Kamera, aber sie ist an einer Ecke nicht rund. Ne? Also man kann sie sogar prominent in eine Vitrine stellen. Das ist ein angeschnittener Camembert, wie wir gestern gewitzelt haben. Genau, dürfte auch relativ preislich attraktiv sein. Es sind ja nur Karten drin, kleines Spiel. Ich schätze mal irgendwas auch um die 20 drunter, drüber leicht, keine Ahnung, aber wahrscheinlich eher drunter. Und kann man wunderbar im Rucksack transportieren, schätze ich mal in der Schachtelgröße. Und dürfte für alle was sein, die wildgewischtes Publikum haben, auch von den Themen her und kurz was für kurz suchen. Länger als 10 Minuten, 20 Minuten. Kann man überall und zwischendurch spielen. Dauert klar, draußen nicht. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Karten, so, dass sie nicht wegfliegen. Aber wirklich ein schönes Mitbringspiel. Wir haben es ja auch draußen gespielt, hier auf der Finca, auf dem Glastisch. Genau. Das ging ohne Probleme. Ja. Gut. Ja, das war unsere Neuheitenvorstellung von Spot On von Asmodee.